Weiter geht's mit den Fanset-Quests hier bei Nathan. Momentan müssen wir hier irgendwelche Quests machen, die mit Aliens zu tun haben, was ziemlich spannend klingt. Und er hier ist wahrscheinlich auch einer der entführten Leute, oder? Der angeblich entführt wurde. Wollt ihr was von mir? Wir haben gehört, dass du von Aliens entführt wurdest. Das wurde ich in der Tat. Ich war auf dem Weg zum Laden, als ich hinter der Polizeistation vorbeikam. Erst sah ich etwas Funkelndes und im nächsten Moment stand ich vorm Rathaus. Und du bist sicher, dass du dich nicht einfach verlaufen hast? Das habe ich sicher nicht. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Licht war. Bevor ich wusste, was abläuft, wurde ich von Aliens entführt. Wenn ich nur daran denke, fängt mein Herz schneller an zu schlagen. Klingt fast, als hätte er die Erfahrung genossen. Aha, stimmt. Okay. So, und damit haben wir jetzt noch einen, den wir finden müssen. Ich glaube, der war ja in North... Wie ich das, was du hier so... Okay, was zum Teufel. Ich glaube, der Typ war ja in North Beach. Oder zumindest Richtung North Beach. Deswegen gehen wir jetzt erstmal nach East Pine und von da aus nach North Beach dann. Also ich folge halt dem Pfeil. Ich hätte auch einfach nach oben laufen können. Aber egal. So, und dann bin ich gespannt, ja, was die anderen Quests noch so sind, weil es gibt ja noch andere Alien-Quests. Wir haben zum Beispiel noch eine, wo irgendwie angeblich Kornkreise auf der Meadowbrook-Farm sind. Und ja, noch einiges. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch alles kommt. So, ja, ab nach North Beach jedenfalls. Mal gucken, wer der Typ ist, der auch entführt wurde. Mach die Truhe auf, bitte. Ein Tanzsternchen, was mir nichts bringt eigentlich. Habe ich noch Yokai-Mart-Münzen? Mal so rein aus Interesse gefragt. Weil wenn ich halt schon mal hier bin... Ja, ein paar von den normalen halt. Benutzen wir die einfach mal. Könnte jetzt irgendwie noch gucken, dass ich ein paar Spezialcodes einscanne. War ich halt irgendwie eine Truhe? Ne, das war das Schild hier. Aber habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und wenn ich jetzt eh schon mal hier bin, dann... Ups, rein, cool. Dann kann ich das ja mal schnell machen. Wir haben jetzt Erika im letzten Part schon einen Versuch verbraucht, deswegen haben wir jetzt nur noch zwei Versuche. Aber ja, egal, was soll's. So. Nehmen wir mal Tapfermünzen, haben wir ja nicht, schade. Nehmen wir einfach die Orangenen. So. Wir haben halt jetzt nur eine Chance oben, das Goldene zu treffen. Und treffen wir auch eher nicht. Ja, nur Müll, toll. Man kann halt dieses Rad hier einfach nicht beeinflussen. Man drückt und... Das ist eh festgelegt, wo man hinkommt, glaube ich. Das ist einfach eh festgelegt. Man kann da nichts beeinflussen. Weil das dreht ja so oder so weiter. Man kann ja versuchen, irgendwie zu drücken. Oh, schade. Aber es bringt halt nichts. Aber wir bekommen jedenfalls was Rotes. Aber nicht mal... Nicht mal Yokai. Aber okay, Arcana-Attacken nehme ich auch gerne. Ist voll okay. Das ist ziemlich geil. Weil das ist bestimmt halt Attackenstufe um 3 steigern, glaube ich. Das ist ziemlich gut. Das können wir definitiv gebrauchen. Aber gut. Ist hier ein Küken? Hier ist ein Huhn auf jeden Fall. Und wo ist das Küken dazu gehört? Hier. Okay. Machen wir schnell. Das können wir schnell machen. Ja, ich weiß. Ich weiß, wie die Quest funktioniert, Whisper. Das hatten wir jetzt schon mehrere Male. Wow, so weit ist der jetzt aber auch nicht entfernt hier. Aber okay. So, hier bitte schön. Jetzt gib mir eine coole Belohnung, bitte. Okay, das ist okay. Apropos, wir haben ja jetzt den neuen Yokai aufgenommen, den Nunchucky da. Dem, ja, können wir gleich ein bisschen hier die ganzen Sachen geben, weil der ist ja noch Level 1. Weil wir den halt erst im letzten Part reingenommen haben ins Team.
Den habe ich schon vor ein paar Parts bekommen, aber habe ich vergessen reinzutun. Ja, um 3 Euro, das ist sehr cool. Sehr cool. So. Und die auch noch, auch wenn sie eigentlich nichts bringt, aber egal. Gut, was ist dein Problem, alte Frau? Hallo, ihr Grünstäbe, kann ich euch helfen? Wir haben gehört, dass sie von Ellen entführt wurden. Oder sage ich euch, das ist eine wirklich erschreckende Geschichte. Ich saß zum Nachdenken in der Kirche, als ich mich plötzlich hinter der Polizeistation wiederfand. Da hatte ich mich aber erschrocken. Haben Sie irgendwas gesehen? Nein, ich war in Gedanken vertieft. Ich fühlte mich, als würde ich aufgesaugt. Und bevor ich wusste, wie mir geschieht, war ich hinter der Polizeistation. Das ist nicht normal, wenn man nachdenkt, oder? Nein, etwas muss sich bewegt haben. Muss sich bewegt haben, nicht sich. Das müssen Aliens gewesen sein. Gut. Damit haben wir jetzt alle 3 Leute gefunden. Wir haben jetzt von 3 verdächtigen Orten gehört. Hinter der Polizeistation, das Rathaus und die Kirche. Lass uns das untersuchen, da muss doch irgendwas sein. Okay, lass uns gehen. Ja. Die Polizeistation ist im Southmont, das Rathaus ist in North Beach und die Kirche ist in East Pine. Okay, also wieder einfach nur rumlaufen, alles klar. Was ist da oben für eine Quest? Hat die auch mit den Fancy Dead Quatsch zu tun? Ach ja, ist bisschen Buschbazar. Ne, das gehört scheinbar auch zur Quest. Haben Sie von einem Alien, einer Kreatur namens Kleiner Grüner gehört? Kleiner Grüner? Klar kenne ich Kleine Grüne. Ich habe sie schon mit eigenen Augen gesehen. Ich glaube, die Quest haben wir vor ein paar Parts angenommen, oder? Sie? Ich war unten am Fluss und dann kamen sie alle aus dem Wasser geschwatschelt. Scheint, als würde diese kleinen Grünen das Wasser lieben. Schockschwere Not. Glaub mir, ich war ebenso überrascht wie ihr. Ich verfolge diese seltenen Kreaturen schon mein Leben lang. Aber ich hatte noch nie zuvor einen Alien gesehen. Einen Alien, stand dabei egal. Okay, Flussufer-Aliens. Gut, ja. Gehen wir erstmal hier in North Beach. Dahin, wo wir hin sollen. Ich quest es hier. Ah, Fahrradrennen scheinbar. Machen wir gleich. Ich will nur kurz gucken, was da oben für ein Yokai ist. Wer ist denn da? Oh, du. Okay, machen wir. Ja, ich weiß. Bla 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 bla. Machen wir das einfach. Wenn wir gerade schon mal hier sind. Ich hoffe, das ist. Ich hoffe, es ist diesmal der echte Roboter Y. Das wäre sehr schön, weil wir haben den jetzt schon mehrmals gefunden und das war nie der echte. Und ich will ihn echt mal haben einfach. So, machen wir ein paar Ultis jetzt oder auch nicht. Aber die meiste Zeit hatten wir den bei Erika, den Roboter Y da. Und nicht hier bei Nathan. Aber ich glaube auch einmal schon hier bei Nathan, aber egal. Dann gucken wir mal, dass wir den wegkriegen. Ja, der nimmt ja ganz guten Schaden. Der ist Rang B auf jeden Fall. Ups, das weiß ich gar nicht. Das ist halt einfach so die Sache. Übrigens, zudem gibt es einen Fun Fact. Das habe ich nicht letztens gelesen. Dieses Design von dem hat 2015, glaube ich, in Japan bei einem Yokai-Zeichenwettbewerb gewonnen. Da mussten sich die Leute halt Yokai ausdenken und dabei ist er entstanden und noch ein anderer Yokai. Irgendwie Chill Chiller oder so ähnlich heißt das, glaube ich. War klar. Roboto W. Okay. Aber ja, jedenfalls, ja. Ist das halt ein Design, was von irgendeinem Fan designt wurde. Finde ich ganz cool, so den Fun Fact. Und wie gesagt, noch irgendein anderer Yokai ist auch bei diesem Wettbewerb rausgekommen. Aber ich weiß gerade nicht, welcher, muss ich gestehen.
Aber egal. Gehen wir erstmal zum Rathaus und gucken jetzt, ob hier irgendwas Seltsames vor sich geht. Wegen der Quest. So. Ich nehme an, dass es hier sein muss. Ja, aber ich sehe nichts. Nee, für mich spüre ein Yuka in der Nähe. Wirklich? Der weiß garantiert was über das Ganze. Lass ihn uns suchen. Alles klar. Oder er ist selbst dafür verantwortlich, dass er die Leute hier rum teleportiert oder so. Keine Ahnung. Ah. So viel dazu. Ein Portalex. Ja, und der saugt ja einfach immer so ein. Hallo, schön dich kennenzulernen. Hä, hey, Portalex? Was, wer ist das? Ich bin Portalex, stehe zu Diensten. Ich bin den ganzen Weg von Enzhausen gekommen. Weißt du etwas über diesen komischen Entführung, die vorgefallen sind? Naja, ich bin gerade aus den USA eingetroffen. Das ist mir also neu. Ah, verstehe. Entschuldige, dass ich euch nicht weiterhelfen kann. Naja, wenn du es nicht weißt, dann kann man nichts machen. Lass uns weitersuchen. Er war das halt. So, kann ich dich bitte jetzt zu dem, nein. Netzwerk hinzufügen? Was machst du denn da? Und er fällt hin wieder. Das hatten wir ja schon mal, dass der irgendwie hingefallen ist. Kannst du bitte umfallen? Ich will dein Popcorn aufsammeln. Los, fall um. Meine Güte, jetzt fall um hier. Endlich. Da kommen auch schon die Vögel an. So. Nehmen wir uns jetzt mit hier. Das brauchen wir auch für die Quest. Oh, der Arme. Oh, wie traurig er jetzt guckt in seinen leeren Pot. Oh, das tut mir gerade voll leid. Aber ich würde das Popcorn haben. Mein Popcorn. Oh. Es tut mir gerade voll leid. Ich bin so ein Monster. Aber das musste sein. Das eine Mal habe ich mich ja voll gewundert, was das war. Aber jetzt weiß ich es halt. Das letzte Mal haben wir den unten bei dem Supermarkt getroffen, vor einigen Parts. So, ups. Das weiß ich gar nicht. Sieht nicht aus, als gäbe es hier irgendwas. Das ist ja merkwürdig. Ich hätte wetten können, dass wir hier was finden, ne? Na, hilf mir, spüre ein Yuka in der Nähe. Wirklich? Der weiß bestimmt, was über das... Ja, reden ist schwer. Du weißt bestimmt auch was, oder? Ja, muss es ja gesehen haben, weil er ist halt 24/7 hier. Aber egal. Und noch ein Portalex, welch Wunder. Hallo, schön dich kennenzulernen. Aber haben wir uns nicht gerade erst getroffen? Ich muss sagen, es ist selten, gleich zwei Portale an einem Tag zu treffen. Weißt du etwas über die Entführungen, die passiert sind? Die merkwürdigen Leute oder Aliens? Nun ja, ich bin hier der leitende Portalex und ich habe nichts gesehen. Schockschwere Not. Leitender Portalex? Ja, dann bleibt nur noch ein Not übrig. Dieses Mal haben wir bestimmt mehr Glück, das spüre ich. Hoffen wir's. Ja, dass die beiden jetzt noch nicht auf das Rätsel der Lösung gekommen sind, ist auch ein bisschen seltsam, aber okay. Es ist einfach logisch, dass Portalex dahinter steckt, aber egal. So weit denken die beiden einfach nicht. Nathan und Mac. Und auch Whisper. Scheinbar. Was läuft da unten wieder rum zum Verbrecher? Oh nee. Nein! Ich bekämpfe dich jetzt nicht. Nein. Mach ich nicht. Ist mir egal. Ich habe ihn einmal bekämpft und das reicht mir erstmal. Da ist bestimmt irgendwann später noch irgendwas bei dem. Also man kann ja bestimmt noch irgendwas machen und so. Aber jetzt nicht. Vor allem, weil das halt mega nervig ist, den zu besiegen. Deswegen habe ich da jetzt keinen Bock drauf. So. Tschüss, Massenmörder. Gut, in die Kirche sollen wir so rein, alles klar. Da
gucken wir mal. Hier ist also die Kirche. Sieht aber nicht so aus, als wäre hier etwas. Ich war mir so sicher, dass uns hier ein Alien warten würde. Naiv, ich spüre einen Jokern an ihr. Wirklich? Der muss etwas über das alles wissen. Lass ihn uns suchen. Klar. So. Wo ist er denn, der gute Portalex? Diesmal. Hier scheinbar irgendwo. Da. Okay. Ich hoffe mal, sie kommen jetzt auch auf das Rätselslösung. So. Hallöchen. Hallo, schön dich kennenzulernen. Hey, du schon wieder? Stimmt das nicht? Hast du in letzter Zeit etwas Komisches bemerkt? Zum Beispiel Menschen, die verschwinden und anderswo wieder auftauchen? Nun, in letzter Zeit war ich ziemlich beschäftigt. Ich weiß darüber nichts. Das ist wirklich beunruhigend. Niemand hat etwas gesehen. Warte mal eine Sekunde. Womit bist du denn so beschäftigt gewesen, Portalex? Wovon redet der Zweiter genau? Warte, jetzt erinnere ich mich. Wie konnte ich das vergessen? Portalex sind uralte Spiegel-Yokai. Sie sind alle verbunden wie Portale. Das heißt, sie haben ein gewisses Talent, um Menschen blitzschnell zu bewegen. Also steckst du dahinter, Portalex? Tja, ich schätze, mein Spiel ist aufgeflogen. Bitte vergib mir. Was zum Himmel, du meinst, ein Spiegel steckt hinter deiner Entführung? Wir haben nur versucht, das Portalex-Netzwerk in den USA, bis in die USA zu erweitern. Also haben wir im Schutz der Dunkelheit ein paar Tests durchgeführt. Das erklärt, warum du am Tatort in der Entführung warst. Das ist alles schön und gut, aber ihr habt die Leute in der Stadt erschreckt. Bitte vergebt uns, wir werden ab jetzt vorsichtiger sein. Naja, wenigstens wurden die Leute nicht wirklich von Aliens entführt. Jetzt bleibt nur noch eine Sache zu tun. Das dem Polizeitypen irgendwie klar zu machen. Ich möchte dir etwas anbieten, als Entschuldigung sozusagen. Du darfst sehr gerne unser Portalex-Netzwerk benutzen. Damit kannst du dich in Handumdrehen über große Distanzen teleportieren. Wirklich, danke. Endlich! Aber ich dachte, alle Portalex sind verbunden. Warum kann ich dann mit dem jetzt hier nicht zu Erika nach Lenzhausen reisen, wenn alle verbunden sind? Egal. Bäh, ich bin Portalex. Lass mich dich durch meinen Spiegel teleportieren. Okay, alles klar. Ich hoffe, dass die drei, die jetzt in der Quest waren, auch schon aktiviert sind. Nun, es ist auf jeden Fall besser, als überall hinzulaufen. Sieht so aus, als wären wir die Ersten, die das USA-Portalex-Netzwerk benutzen. Ja. Ich bin so stolz, Teil dieses historischen Events sein zu dürfen. Aber wir sind noch keinen Schritt weiter auf unserer Suche nach dem echten UFO. Naja, ich schätze, diese Spiegeldinger werden ziemlich nützlich sein. Ja. Gut, haben wir diese Quest schon mal beendet. Sehr schön. Eine weitere Quest. Perfekt. Sehr gut. Und bittere Medizin ist auch sehr schön, wundervoll. Damit können wir jetzt weitermachen. Oh, schade, das wäre cool gewesen, wenn es der goldene Preis gewesen wäre. Aber okay. Oh, jetzt können wir bei ihr weiter, scheinbar. So, jetzt bin ich gespannt, wo überall jetzt schon welche sind. Ja, perfekt. Die sind alle. Ja, die sind alle hinzugefügt worden. Das ist sehr, sehr schön. Übrigens, schickes Design hier. Das gefällt mir. Das gefällt mir echt sehr gut. Das neue Portalex-Design. Gut, aber egal. Jetzt machen wir weiter. Und zwar mit. Wo ist die Quest? Nicht die. Mit einer von den beiden hier. Die kleine grüne Quest machen wir jetzt weiter. Haben wir in einem der letzten Parts immer schon mal gemacht. Und in dem haben wir auch schon was gefunden. Hab mal. Und jetzt halt noch das. Ich wollte nur gucken, weil ich glaube, da hinten ist jetzt ein Portalex, oder? Hier. Ja. Na, okay, sehr gut.
Sehr, sehr schön. Das können wir auch hierher. Wundervoll. Aber okay, der in der Kirche und der jetzt hier ist halt quasi nebeneinander. Es hätte jetzt nicht sein müssen, aber okay. Je mehr Portale, umso besser, würde ich sagen. Deswegen passt mir das eigentlich. Dann können wir ihn auch eigentlich gleich nutzen. Nochmal ganz kurz. Ja, nach Southmont gehen. Wo wir ja scheinbar eh hin müssen. Ne, nach North Beach, okay. Da hat der Pfeil mich wieder falsch geführt irgendwie, aber okay, meinetwegen. Meinetwegen. So, wohin muss ich? Jetzt können wir noch gucken, ob hier irgendwo weitere Portalex sind. Da unten, der ist schon aktiviert. Wenn die halt schon ein Symbol auf der Karte haben, dann sind die schon aktiviert. Und wenn halt nicht, dann sind die meistens so ein, ja, so ein Geist-Symbol halt auf der Karte. Ihr wisst schon. Im Zirkus drin ist noch jemand, okay. Dann gehen wir mal rein, würde ich sagen. So, hier ist sie weiterhin. Tretet näher, seid ihr hier, um den Zirkus zu sehen? Nein, wir suchen etwas, was das Kleiner Grüner heißt. Haben Sie ja davon gehört, Herr Zirkusdirektor? Kleiner Grüner? Natürlich kenne ich Kleine Grüne. Ich habe sie selbst gesehen. Sie haben irgendwas in der Stadt gesucht und dabei gesungen. Ihre Körper sind grün wie Grashüpfer. Sie sagen, diese kleinen Grünen können auch singen? Na, wenigstens suchen wir nach fröhlichen Aliens. Okay. Und wohin sollen wir jetzt? Lass uns mal nachdenken. Es gibt mehrere kleine Grüne, sie lieben Fisch. Wir suchen noch etwas in der Stadt. Ja, so scheint es. Aber wo sollen wir als nächstes suchen? Also wenn sie frischen Fisch wollen, lass uns einen Ort suchen, der Fisch verkauft. Also wenn du Fischverkäufer suchst, es gibt einen Lagerhaus 3 Markt und einen Mottes Markt. Und es gibt auch noch das Sushi-Restaurant. Das klingt gut, einmal los. Ja. Okay. Aber ich würde sagen, diese Orte klappern mir am nächsten Part ab. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt mehr Yokai Watch 3. Bis dann, ciao. Euer V-Road, tschüss.